Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz. Wir starten in unserer gemeinsamen halben Stunde mit den aktuellen Zahlen vom Arbeitsmarkt. Sie sind heute in Bautzen vorgestellt worden. Ja, liebe Zuschauer, die Zahlen haben Sie gerade wieder mitbekommen und in gewohnter Weise steht wieder Thomas Berndt, der Geschäftsführer der Arbeitsagentur Bautzen, an meiner Seite. Und die Zahlen, wie gesagt, die haben wir gerade mitbekommen und wir müssen auch wieder sagen, dass es, glaube ich, ähnlich wie im letzten Jahr war, die Arbeitslosenquote ist auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Zählung. Unter 7% jetzt sogar schon gefallen. Und hinzu kommt noch, ich muss das Wort ablesen, weil wir sprechen jetzt drüber, dass die Unterbeschäftigung ebenfalls noch zurückgeht. Können wir auf die beiden Themen ganz kurz mal eingehen? Mache ich gerne, Herr Glattner. Bei dem Thema Unterbeschäftigung ist uns ganz wichtig, dass wir sagen, keiner wird versteckt in der Statistik der Agentur für Arbeit Bautzen. Das bedeutet, die Unterbeschäftigung weist aus die Zahl aller Arbeitslosen und zuzüglich die Menschen, die wegen Krankheit gerade nicht arbeitslos sind, also im statistischen Sinne auch nicht gezählt werden dürfen. Da gibt es eine klare gesetzliche Vorschrift. Es kommen weiterhin dazu die Menschen, die sich in Arbeitsmarktmaßnahmen befinden, in Arbeitsgelegenheiten, in einer Qualifizierung oder in einer Maßnahme sind, die beim Arbeitgeber direkt gefördert wird. Das ergibt, wenn man das alles zusammenrechnet, eine bestimmte Summe. Mhm. Sind bei uns in der Region in etwa 28.000 Menschen, wenn wir alles zusammenziehen. Die positive Nachricht ist, dass diese sogenannte Unterbeschäftigung im Vergleich zum September 2016 um etwas mehr als 10% zurückgegangen ist. Und das ist ganz wichtig, dass es zeigt, dass Arbeitslosigkeit zurückgeht. Sie sprachen das gerade an, unter 7% im Augenblick. Aber eben auch die Unterbeschäftigung sich auch parallel dazu, das ist auch richtig so, entwickelt und auch sinkt. Das klingt zwar erstmal gut für den Laien, aber fragt sich jeder, was heißt das im Endeffekt für die Zukunft? Insbesondere heißt es, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen. Wir haben zwar die positive Arbeitslosenquote von unter 7%, aber wir merken immer mehr, dass Arbeitnehmer hinsichtlich ihrer Qualifikation auf die Anforderung des Arbeitgebers nicht mehr optimal zusammenpassen. Und wir umgangssprachlich gesagt, Topf und Deckel passen nicht immer zusammen. Da kann manchmal die Farbe nicht stimmen, die Größe, der Umfang, das Material. Und da ist ganz wichtig, dass wir das möglichst frühzeitig erkennen. Also das heißt, so früh wie möglich mit dem Klienten daran arbeiten, zu sagen, was fehlt an Qualifikation? Und die wollen wir natürlich nachholen. Nur so funktioniert es. Das ist in Zeiten dieses robusten bis leicht positiven Arbeitsmarktes eine ganz wichtige Erkenntnis. Und wir müssen aber auch dem einen oder anderen Arbeitgeber sagen, dass wir nicht mehr alle Anforderungen, die er sich wünscht, wir kriegen nicht den fertig gebackenen Fachmenschen, die fertig gebackene Fachkraft sofort hingestellt. Das ist nicht mehr möglich. Da liegt eine der sehr großen Herausforderungen. Also Nummer eins. Nummer zwei wäre das Thema Langzeitarbeitslosigkeit. Nach wie vor ist es noch so, dass auch die Arbeitslosigkeit dort zwar zurückgeht, aber nicht in dem Umfang wie bei allen anderen. Also das ist das die Herausforderung für die nächsten Jahre. Und Menschen mit einem Handicap, also Menschen mit Behinderung, partizipieren noch nicht so gut in dem Umfang wie alle anderen im Arbeitsmarkt. Das heißt, wir haben da nach wie vor noch Arbeit und einiges vor, um hier auch die Arbeitslosigkeit abbauen zu können. Eine Maßnahme, mit der Sie das schrittweise erreichen wollen, ist unter anderem die Qualifizierung von bestimmten Fachkräften und die Gründung von Unternehmen, Existenzgründung. Wie funktioniert das genau? Es sind zwei Möglichkeiten, die wir haben. Die erste Möglichkeit ist, dass tatsächlich Qualifizierung angeboten wird. Da gibt es zwei Hauptwege. Der erste Punkt ist Qualifizierung während der Arbeitslosigkeit, bevor man sozusagen bei einem Arbeitgeber anfängt. Und dann haben wir aber auch die Möglichkeit, weil viele der Arbeitgeber in der Zwischenzeit sagen, ich kann nicht so lange warten, ich will den gleich haben. Dann gibt es ganz bestimmte Personengruppen, wo wir sagen können, dann beginnt das Arbeitsverhältnis. Und während des Arbeitsverhältnisses fördert die Agentur für Arbeit entweder die Qualifizierung selbst oder gibt Zuschüsse für die Kosten, die den Arbeitgeber entstehen, für die Qualifizierung oder einen Entgeltzuschuss. Was den
was das Thema Gründungszuschuss betrifft, da ist es so, dass wir auch in guter Arbeitsmarktlage natürlich Menschen haben, die sind kreativ, die haben eine Idee, wollten sich schon immer selbstständig machen und die unterstützen wir mit dem sogenannten Gründungszuschuss. Das heißt, wir können für 6 Monate Arbeitslosengeld weiterzahlen und auch Sozialversicherungsbeiträge. Das kann man bis auf insgesamt 15 Monate verlängern, zumindest was die Zuschüsse zur Sozialversicherung betrifft. Und wir haben dieses Jahr so etwa knapp 130 Gründungen mit unterstützen können. Und für uns ist ganz wichtig, 6 Monate nach Ende der Förderung, was ist mit dieser Selbstständigkeit, existiert die noch? Und da sind wir bei 97%. Das heißt, das waren gute Ideen. Wir schauen natürlich gründlich hin, arbeiten aktiv mit den Kammern hier in der Region zusammen. Wir reden da über den Bereich des Handwerks, des Baugewerbe, Gesundheitsbereich beispielsweise, aber auch den Handel, wo durchaus der ein oder andere sich erfolgreich gegründet hat. Und wenn man sich jetzt fragt, warum machen wir das eigentlich, haben wir natürlich immer die Idee dahinter, für den Antragsteller selbst heißt es Arbeitslosigkeit beenden. Und wir haben auch schon Fälle gesehen, wo durch unsere Unterstützung auf dem Weg in die Selbstständigkeit später weitere Arbeitsplätze entstanden sind. Und das ist quasi der Idealzustand, den man damit erreichen kann. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie schauen natürlich kritisch hin. Ist ja auch ganz richtig, dass man das macht, dass man auch die Rentabilität überhaupt von solchen neu zu gründenden Unternehmen prüft. Schauen Sie vielleicht ein bisschen zu kritisch hin, wenn man sich die Zahlen anguckt. 2016, also bis September 2016, wurden 155 Zuschüsse erteilt. Im Jahr 2017 sprechen wir von nur 130. Wie erklären Sie sich das? Klarer Rückgang natürlich. Wir haben hier in diesem Bereich eine sogenannte antizyklische Entwicklung. Die Menschen verhalten sich entsprechend des Arbeitsmarktes. Das heißt, in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit, vor etwa 4-5 Jahren, ist als Alternative Arbeitslosigkeit zu beenden, das eher noch eine Möglichkeit, die viel mehr Menschen für sich in Anspruch nehmen wollen und sich mit dem Gedanken beschäftigen, als in jetzt den Zeiten, die wir gerade erleben, des sogenannten robusten Arbeitsmarktes, wo die Ideen auch noch da sind, aber eben nicht mehr in dieser Vielzahl. Das Hinschauen hinsichtlich, ist das eine gute Idee? Das machen wir immer in der gleichen Qualität, weil das Gesetz ist ja nicht verändert. Das heißt, wir müssen immer drauf schauen, kann man damit Arbeitslosigkeit beenden? Wir fördern keine Hobbys, wenn Sie das so wollen, wobei natürlich der ein oder andere sein Hobby dann zu Beruf oder zur Selbstständigkeit macht. Das gibt es auch, wenn es gut vorbereitet wird. Die Klassiker, die wir fördern, sind beispielsweise mobiler Pflegedienst. Das ist etwas, auch gerade hier in der Region, das hat durchaus Zukunft. Oder auch Physiotherapie. Das ist auch eine typische Branche, in der sich Menschen selbstständig machen. Da gibt es ja auch Berater hier bei der Arbeitsagentur, die immer wieder helfen und auch Menschen generell bei dem zukünftigen Weg dann unterstützen. Und gerade im Hinblick auf eine Zahl, die für mich sehr drastisch ist, Sie haben gesagt, Sie wollen es nicht drastisch bezeichnen oder dramatisch, aber es sind 43.000 Menschen, die in den nächsten Jahren hier in Rente gehen werden in der Region. Warum verschreckt Sie das nicht so ein bisschen? Wir kennen den Umstand ja schon länger. Das Thema berührt die gesamte Thematik um die sogenannte demografische Falle, so nennen das die Fachleute, die sich mit der Bevölkerungsentwicklung und mit anderen Dingen beschäftigen. Und die 43.500 hier für unseren Agenturbezirk bedeutet, dass in beiden Landkreisen Bautzen und Görlitz von den Menschen, die jetzt hier arbeiten, in den nächsten 10 Jahren 43.000 in die Rente eintreten werden. Das ist so an sich gar nicht dramatisch für sich betrachtet, weil das ja ein normaler Vorgang ist, dass die Menschen irgendwann ihre 45 oder mehr Arbeitsjahre hinter sich haben und dann in die verdiente Rente gehen. Bisschen schwieriger ist die Tatsache, dass nicht in der gleichen Zahl Menschen nachwachsen, im Sinne von, die in den Arbeitsmarkt einsteigen können, die also eine Ausbildung aufnehmen können. Es werden schlichtweg hier in der Region zu wenig Kinder geboren. Und das kann man auch mit dem Blick auf die nächsten 10 Jahre nicht mehr heilen. Das ist einfach ein Fakt, den man zur Kenntnis nehmen muss. Daraus ableiten kann man eben klar erkennen, wie hoch die Herausforderung ist, auch bei guter Arbeitsmarktlage diese Austritte aus dem Erwerbsleben wieder aufzufangen, weil dahinter stehen Firmen, dahinter stehen Unternehmer, die natürlich ein Produkt, eine Dienstleistung anbieten und wenn denen die Arbeitskräfte fehlen, dann sind sie ja auf lange Sicht möglicherweise nicht mehr existenzfähig. Dahinter stehen meistens klein- und mittelständische Unternehmen in unserer Region, das muss man einfach mal so festhalten, die besonders wenn es um Fachkräftegewinnung, die Zukunft für morgen sichern geht, einfach dass die Ausstattung gar nicht haben, einfach auch das Budget vielleicht gar nicht haben, um Werbung zu machen groß, um zu sagen, wir brauchen jetzt halt, was weiß ich, einen Bäckermeister, einen neuen oder wir brauchen einen neuen Azubi, ganz, ganz dringend. Da gibt es 2 Sachen, die mich noch beschäftigen zum Abschluss. Einmal, wie lange braucht überhaupt ein Unternehmer zurzeit, um eine Fachkräftestelle zu besetzen? Das ist ganz unterschiedlich. Es kommt darauf an, an wen er sich wendet. Die Unternehmer sind natürlich frei in der Entscheidung, von wem sie sich unterstützen lassen wollen. In der Hälfte aller Fälle greift man auf die Agentur für Arbeit zurück. Und dann ist es so, dass wir sagen, es gibt einen Wunschtermin seitens des Unternehmers, wann die Stelle besetzt sein soll. Und dann können wir messen, wie lange dauert es, bis wir denjenigen da haben.
Der Durchschnitt aktuell, so in etwa, ist bei 3 Monaten. Das sind 90 Tage. Das ist ein Wert, den wir auch für die Bundesrepublik festhalten. Wir haben aber durchaus auch Branchen oder Berufsgruppen, wo es deutlich länger dauert. Also wenn wir in den Bereich der Elektroenergietechnik gehen beispielsweise, sind wir bei deutlich über 120 Tagen, also 4 Monate. Bis sogar 6 Monate, die es dauert, bis diese freie Stelle besetzt wird. Und das liegt wiederum daran, es gibt gerade glücklicherweise wenige Menschen in dieser Branche, die keine Arbeit haben. Das bedeutet aber auch, es ist niemand da, den wir sofort vermitteln können. Da müssen wir mit dem Thema Qualifizierung arbeiten. Und die zweite Frage ist, was würden Sie denn den Unternehmern raten, um vielleicht A, diese Spanne zur Besetzung der freien Stelle zu verkürzen und B, aber auch möglichst günstig, möglichst viele Leute zu erreichen und dann auch das Unternehmen nicht nur herauszutragen, sondern halt auch, dass man eine offene Stelle hat? Ja. Das Wichtigste, was ein Unternehmer machen sollte in der Situation, ist, die Agentur für Arbeit Bautzen als Dienstleister in Anspruch nehmen und bei uns die Stelle auch ankündigen, dass die zu besetzen ist. Dann beraten wir den Arbeitgeber, sagen auch ganz klar, wie aus unserer Sicht der Arbeitsmarkt in seiner Branche, in seinem Arbeitsmarktausschnitt aussieht. Wir unterstützen ihn natürlich dabei, die passende Arbeitskraft zu finden. Er muss sich genau Gedanken darüber machen, über das Anforderungsprofil. Ich glaube, da ist mehr als in der Vergangenheit auch eine grundsätzliche Kompromissbereitschaft gefragt. Der Arbeitgeber sollte auch schauen, was er an Arbeitsbedingungen anbieten kann, weil die Arbeitnehmer, glaube ich, in Zukunft stärker als bisher in die Situation kommen werden, durchaus eine stärkere Verhandlungsposition einzunehmen als in der Vergangenheit. Darauf muss er eingestellt sein. Wir unterstützen, wo es sein soll, mit Qualifizierung. Das ist in verschiedenen Punkten möglich. Und je frühzeitiger sich man als Arbeitgeber, als Unternehmer meldet, desto besser. Das heißt, ich empfehle eine soweit möglich weitreichende Personalvorausschau. Wer weiß ja, wann jemand in Rente geht oder wann ein neuer Auftrag kommt, wo die Produktionskräfte möglicherweise nicht reichen, dass man das so frühzeitig wie möglich macht. Das wären kurz gesagt die Empfehlungen, die ich da aussprechen kann. Die Empfehlung gibt es natürlich auch für Schüler und da steht passenderweise gleich eine nächste Veranstaltung hier im Haus in Bautzen kurz bevor, und zwar vom 4. bis zum 12. Dezember. Was findet hier statt? Wir werden in den Herbstferien, das ist eine gute Tradition in der Zwischenzeit, uns insbesondere an die jungen Menschen wenden, die jetzt erstmal nach einer anstrengenden Schulzeit jetzt sich ein bisschen erholen dürfen, wo wir sagen, okay, macht das, aber denkt bitte auch vielleicht an das Thema Studium. Das heißt, wir werden so Studientage hier haben. Wir haben in der nächsten Woche beispielsweise grob gesagt den Start, dass wir anfangen, wie bewerbe ich mich richtig? Das ist eine Thematik, wo wir das tatsächlich auch trainieren und üben. Und dann haben wir in der Zeit bis zum 12.10. eine Veranstaltung, wo wir die verschiedensten Hochschulen hier aus der Region natürlich, also beispielsweise Hochschule Zittau-Görlitz oder aus Bautzen die Berufsakademie hier vor Ort haben, aber auch viele andere, die TU Dresden, die Evangelische Hochschule, die ihre Studienangebote vorstellen. Das heißt, die sind hier. Da laden wir natürlich ganz herzlich ein, herzukommen, sich jetzt schon zu informieren. Und für die Zeit danach bieten wir natürlich auch dann immer die Beratungstermine an unserer Hochschulberater. Also das heißt, ein bisschen erholen in den Ferien ist in Ordnung, das schöne Wetter nutzen, was vor der Tür steht. Aber auch, wer möchte in die Agentur für Arbeit Bautzen kommen, wir haben Veranstaltungshinweise bei Facebook, bei Google, beziehungsweise auch in meinem Blog, da kann man das nachschauen und auf der Webseite der Agentur für Arbeit Bautzen. Dem bleibt mir nicht mehr die Internetseite hinzuzufügen, liebe Zuschauer, Sie sehen es auch unten eingeblendet. Und Herr Berndt, ich danke Ihnen für das Interview. Sehr gern. Wir machen weiter mit einem ersten Kurznachrichtenüberblick aus dem Elsterwelle-Sendegebiet. In der Hoyerswerder Stadtbibliothek ist am Freitag der Abschluss des diesjährigen Buchsommers mit einem Aktionstag gefeiert worden. Die Siebentklässler der Oberschule in Losa waren dazu eingeladen, denn sie haben nämlich bereits das zweite Mal in Folge an der Leseinitiative als Klassenverbund teilgenommen. Insgesamt waren 154 Schüler zur Aktion angemeldet, 70 davon übrigens Wiederholungstäter. Aus einem speziellen Buchpool können sich Kinder und Jugendliche beim Lesesommer kostenlos Bücher entleihen. Mehr als 500 Entleihungen stehen in diesem Sommer in der Statistik der Hoyerswerder Einrichtung. Ab Montag ist die Niederkirchner Straße in Hoyerswerda auf dem Abschnitt zwischen der Erich-Weinert-Straße und Heinrich-Mann-Straße voll gesperrt. Hier wird ein Kabel verlegt. Die Umleitung ist über die Bautzner Allee, Hermann- und Stauffenbergstraße ausgewiesen. Bei den Verkehrsbetrieben entfallen aufgrund der Bauarbeiten die Haltestellen Niederkirchner Straße und Neustädter Eck. Stattdessen werden von der Linie 4 die Haltestelle Jugendclubhaus und Konrad-Zuse-Straße bedient. Die Sperrung ist bis zum 14. Oktober vorgesehen.
Unter dem Motto Unsere Welt ist bunt ist am Donnerstagnachmittag im Hoyerswerda Wohnkomplex 3 zu einem Stadtteilfest eingeladen worden. Organisiert wurde es unter anderem von der Kinder- und Jugendfeuerwehr, der Verkehrswacht, dem Hort an der Lindenschule und dem CVJM. 3 Stunden lang konnten sich Jung und Alt anlässlich der interkulturellen Woche an verschiedenen Ständen auf dem Gelände der Jugendfeuerwehr bzw. dem Verkehrsgarten beschäftigen. Im Angebot waren auch Kaffee und Kuchen. Der Erlös des Kuchenverkaufs kommt den Klassenkassen der Lindenschule zugute. Der aktualisierte Entwurf zum Bebauungsplan am Hoyerswerda Adler ist vom Stadtrat abgenickt worden. Voraussichtlich Mitte November soll das Papier noch einmal öffentlich ausgelegt werden. Die Wohnungsgesellschaft plant auf dem Areal des ehemaligen Hartplatzes eine Einfamilienhaussiedlung. Insgesamt 15 Bauparzellen sind vorgesehen. Die Grundstücksgröße soll bei jeweils 500 bis 700 Quadratmetern liegen. Seitens der Stadtverwaltung wird der Plan begrüßt. Denn dann könnte damit in Dürgenhausen auch ein Lückenschluss in der Straße am Adler geschlossen werden. Seit 2011, mit dem Wegzug des SV 1919 ins Jahnstadion, ist das Gelände an der B97 ungenutzt. Die Erdmännchen des Hoyerswerda Zoos haben Nachwuchs bekommen. Seit dieser Woche zeigen sich die 2 Kleinen auf der Anlage. Noch etwas tapsig und immer nur für kurze Zeit erkunden die etwa 3 Wochen alten Erdmännchen das Außengehege. Dabei entfernen sie sich nie weit vom sicheren Bau. Das Geschlecht des Nachwuchses ist noch nicht bekannt und wird erst ermittelt, wenn die Jungtiere etwas älter sind. Es ist der erste Wurf des neuen Zuchtpärchens. Denn die Mama der beiden Jungen ist Hanne, der Nachwuchs vom letzten Jahr. Der Vater der beiden ist ein neues Zuchtmännchen aus dem Zoo Neuwied, das erst im April in den Zoo Hoyerswerda kam. In der Nähe von Losa ist ein auffälliges Verhalten kleiner Wolfswelpen beobachtet worden. Die etwa 5 Monate alten Tiere seien ungewöhnlich zutraulich, teilte das Kontaktbüro Wölfe in Sachsen mit. Sie zeigen kaum Fluchtverhalten und nähern sich Menschen bis auf wenige Meter an. Womöglich hätten die kleinen Wölfe in den vergangenen Wochen positive Erfahrungen mit Menschen gemacht. Dieses Verhalten sei aber unerwünscht und sollte keinesfalls verstärkt werden. Auf keinen Fall dürften die kleinen Wölfe angelockt oder gar gefüttert werden. Menschen sollten auch nicht versuchen, möglichst nah an die Tiere heranzukommen, um etwa ein Foto zu schießen. Das verstärke den Gewöhnungseffekt, so die Experten. Das Milkeler Rudel lebt seit 2008 im Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft im Landkreis Bautzen. Die Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda will bei der Hochschulausbildung zukünftig mit der staatlichen Universität Minsk zusammenarbeiten. Das erklärten beide Seiten während eines Arbeitstreffens in dieser Woche. Dabei stehen die Studiengänge der Diploma-Hochschule, die bereits in Hoyerswerda angeboten werden, im Mittelpunkt des Interesses. Zunächst wird nun geprüft, wie sich die konkrete Zusammenarbeit darstellen kann. Beabsichtigt ist dann, einen entsprechenden Kooperationsvertrag zu schließen. Nach einer kurzen Pause gibt es mehr Meldungen aus der Region. Bleiben Sie also dran. Ich mache dann alles fertig und sende Ihnen dann noch die Karte zu. Ja, sicher. Könnte aber etwas dauern. Bin beruflich unterwegs. Nähe ist einfach, weil Sie die Sparkasse immer erreichen können. Von zu Hause, mobil und in der Filiale. Ist das für dich? Willkommen zurück zur Drehscheibe Lausitz. Es folgen jetzt weitere Nachrichten des Tages, kompakt für Sie zusammengestellt. Unbekannte haben am Donnerstagabend in Kamenz ein Feuer in der sogenannten alten Skaterhalle an der Friedensstraße gelegt. Die Täter steckten eine Couch in Brand und flüchteten. Anwohner hatten den Rauch bemerkt und den Notruf gewählt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch das schnelle Eingreifen konnte Schlimmeres verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei hat die Untersuchung aufgenommen und ermittelt wegen des Verdachtes der Brandstiftung.
Polizei warnt vor falschen Telekom-Mitarbeitern. Am Mittwochnachmittag hatte ein mutmaßlicher Betrüger eine 72-Jährige unter falschem Vorwand in Hoyerswerda aufgesucht. Der Mann klingelte bei der Seniorin und gab an, von der Telekom zu sein. Es gebe wohl Probleme mit ihrem Fernseher. Daraufhin ließ die Dame den Mann in die Wohnung. Erst im Nachhinein wurde ihr bewusst, dass sie gar keine Verträge mit der Telekom abgeschlossen hatte und damit auch kein Grund bestand, dass sich der angebliche Mitarbeiter bei ihr um ihren Fernseher kümmerte. Der Unbekannte soll im Gespräch auch noch angegeben haben, dass er im Auftrag der Primacom handle. Was genau der Mann wollte und ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei haben begonnen. Zum Sport. Am Samstag findet im Hoyerswerda Lausitzbad das Schwimmen für Demokratie und Toleranz statt. Vereine, Firmen, Institutionen, aber auch jeder Bürger ist aufgerufen, sich daran zu beteiligen. Im Kern geht es darum, innerhalb von 6 Stunden so viele Kilometer wie möglich zu schwimmen. Je mehr Leute sich beteiligen, umso größer wird die abrechenbare Strecke. Der Rekord stammt übrigens aus Plauen mit mehr als 1000 Kilometern. Für die Teilnahme wird ein Startgeld von 3,50 Euro erhoben. Darin enthalten sind ein Starter-T-Shirt, eine Badekappe sowie eine Teilnehmerurkunde. Der austragende Hoyerswerda Schwimmsportverein stiftet übrigens für die Schulen einen extra Wanderpokal. Anmeldungen sind am Wettkampftag noch direkt vor Ort im Lausitzbad möglich. Schwimmstart ist um 10 Uhr. Die Volleyballfreunde Blau-Weiß Hoyerswerda haben am Samstag in dieser Saison erstmalig Sachsenliga-Heimrecht. Nach dem Aufstieg und den ersten schmerzhaften Auswärtsniederlagen in Dresden und Chemnitz sucht die Mannschaft noch nach ihrer Form. In der Halle des Foucault-Gymnasiums sind der Tabellendritte St. Egidien und der SV Bad Düben zu Gast. Die erste Partie startet um 14 Uhr, die zweite um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei. Nach dem knappen Sieg am vergangenen Samstag gegen International Leipzig steht der BFV 08 vor der nächsten ganz großen Hürde. Im Vogtlandstadion wartet auf die Mannschaft mit dem VfC Plauen, wohl der größte Konkurrent im Kampf um die Tabellenspitze. In der vergangenen Saison gewannen die Skibocker mit 3:1. Eine Wiederholung wäre natürlich traumhaft, heißt es vom Verein. Der Anpfiff im Vogtlandstadion in Plauen ertönt am Samstag um 14 Uhr. Wir schauen nach einer kurzen Pause auf die Veranstaltungstipps vom Wochenende. Bleiben Sie also dran, es ist eine ganze Menge los. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Das Elsterwelle-Kalenderblatt. Die feierliche Eröffnung der Eisenbahnverbindung von Kamenz nach Radeberg fand am 30. September 1871 mit einem Festzug statt. Im Vergleich zu anderen Städten der Oberlausitz aber verspätet. So blieb Kamenz außen vor, als Bautzen, Zittau, Löbau und Görlitz in kürzester Zeit Mitte der 1840er Jahre eine gemeinsame Eisenbahnlinie erhielten. Als dann 1865 auch Laubahn an das Schienennetz angeschlossen wurde, verfügten alle ehemaligen 6 Städte über einen Gleisanschluss. Nur eben Kamenz nicht. Noch ein weiteres halbes Jahrzehnt musste sich die Stadt mit der Postkutsche nach Radeberg bzw. Bautzen oder Bischofswerda begnügen, wenn es darum ging, den nächstgelegenen Bahnhof zu erreichen. Mit der Anbindung an das Eisenbahnnetz erlebte Kamenz innerhalb eines Vierteljahrhunderts einen enormen Aufschwung.
Das Elsterwelle Kalenderblatt. Premiere wird am Samstag im Kia Autohaus Nord in Senftenberg gefeiert. Vorgestellt wird der neue Kia Stonic, umrahmt von einem bunten Programm wie einer Nap-Step-Wrestling-Show und japanischen Trommlern. Die kleinen Besucher können sich unter anderem an einer Riesenhüpfburg, der Bastelstraße oder dem Kinderschminken erfreuen. Los geht es um 10 Uhr. Die Lebensräume, die Hoyerswerda Genossenschaft, lädt am Samstag zum Tag der offenen Tür in das Seniorenwohnhaus in der Weihnachtsstraße 46 in Hoyerswerda ein. Es gibt vor Ort alle Informationen zur Tagesbetreuung durch GAVORS, ambulanten Pflegedienst und Tagespflege. Zudem können natürlich die altersfreundlichen Wohnungen besichtigt werden. Geöffnet ist von 9 bis 13 Uhr. Zum ersten Oberlausitzer Gefäßtag sind Interessierte und Betroffene am Samstag in das Kreiskrankenhaus Bautzen eingeladen. Neben Ausstellungen, Demonstrationen, Videovorführungen und Informationen zu Gefäßerkrankungen erwarten die Besucher ab 9 Uhr Führungen durch die Fachabteilungen sowie einen Vortrag zum diesjährigen Schwerpunktthema Erkrankung der Bauchschlagader mit der Gelegenheit, ihre Fragen an die Spezialisten zu stellen. Am Samstag lädt die Ortsfeuerwehr Bischofswerda zum Wettkampf um den 25. Pokal des Oberbürgermeisters ein. Im Löschangriff Männer und Frauen erfolgt der erste Startschuss auf dem Festplatz am Goldbacher Weg um 14 Uhr. Nach der Siegerehrung im Gerätehaus findet dann gegen 17 Uhr die offizielle Übergabe der neuen Drehleiter an die Florianz-Jünger statt. Daneben wird für das leibliche Wohl aller Gäste bestens gesorgt. Der erste Country- und Western-Club Hoyerswerda lädt am Samstagabend in das ehemalige 1000-Mann-Lager zum Tanz zum Sommerausklang ein. Die Live-Musik nicht nur für Line-Dancer kommt vom bekannten Duo Bret Hart aus Chemnitz. Für das leibliche Wohl wird ebenfalls gesorgt. Beginn ist 19 Uhr. Zum Sonntag. Der Hoyerswerda Wanderverein lädt am Sonntag zu einem Wandertag zum Angewöhnen nach Hoyerswerda ein. Es wird eine ca. 3 Stunden stadtnahe Wanderung für jedermann. Treff ist um 9 Uhr im Sportforum in der Zusestadt. Mit dem Grafen Hoyer fing alles an. Unter diesem Motto führt sie das Schloss- und Stadtmuseum Hoyerswerda am Sonntag letztmalig für dieses Jahr noch einmal durch den historischen Stadtkern. Es geht auf Erkundungstour durch die geschichtsreiche Altstadt. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Schloss in Hoyerswerda. Am Sonntag ab 10 Uhr führt Wilfried Sauer in der Energiefabrik Knappenrode in die Welt des Bernsteins ein. Zur Ergänzung ist auch eine kleine Sonderausstellung, die sich mit diesen Schätzen der Erde beschäftigt, zu sehen. Im Cinemotion im Kino in Hoyerswerda gibt es am Sonntagnachmittag wieder einen Konzertmitschnitt zu sehen. Ab 15 Uhr ist Hans Zimmer live on Tour auf der Kinoleinwand zu erleben. Auch in der Kufa im Bürgerhaus in Hoyerswerda am Markt ist am späten Sonntagnachmittag Kino. Gezeigt wird ab 17.30 Uhr noch einmal die Reisedokumentation »Die Geschichte vom Weg um die Welt«. Es ist eine deutsche Produktion aus diesem Jahr. In der Nacht locker oder gering bewölkt und trocken bei Tiefstwerten um 10 Grad. Am Samstag heiter bis wolkig und ebenfalls trocken bei mäßigem Wind werden die Höchsttemperaturen wieder gut 20 Grad erreichen. Am Sonntag dann wolkiger mit Auflockerungen und kühler, die Tageshöchstwerte liegen um 17 Grad. Von Montag bis Mittwoch wechselhaft und windig, dabei immer wieder dichte Wolken und etwas Regen. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag. Wir wünschen Ihnen ein schönes, entspanntes Wochenende. Wir sehen uns dann pünktlich am Montagabend wieder hier mit aktuellen Meldungen kurz vorm Tag der Deutschen Einheit. Bis dahin, machen Sie es schön gut. Und tschüss.